Es gibt diese klipp und klaren Momente in unserem Leben, wo uns klar wird, wir haben Probleme, wir haben Dinge zum Bewältigen oder wir müssen Dinge bewältigen, wir müssen Dinge durchmachen und uns geht es vielleicht dann dreckig oder sonst irgendwas. Wir erleben eine kurze Zeit von Trauer oder wir haben generell eine schwere Zeit und was du dir klar machen musst, ist, es gibt immer Menschen, denen geht es noch dreckiger. Das soll kein negativer oder positiver Vergleich sein, das ist einfach Fakt. Es gibt immer jemanden, dem es dreckiger geht. Und was dir dabei hilft, ist, ich mache jetzt ein Beispiel. Ich war eben draußen, habe mein Buch gelesen, habe mich an einen Spot gechillt, auf eine Bank, solo, ganz alleine, habe mein Buch gelesen. Und war mit meinem E-Bike wieder unterwegs, sitzt mich dahin, lese das Buch und auf einmal kommt ein Herr zu mir, war doppelt so alt, mehr als doppelt so alt wie ich. Und er hatte viele Probleme. Der hat sich gerade scheiden lassen. Oder was heißt scheiden lassen? Der Prozess ist noch im Gange. Seine Ex versucht ihn komplett zu zerstören. Er verliert immer mehr Geld und lässt sich komplett hängen, hat eine Alkoholsucht und hat viele andere Probleme. Und er hat mir nicht leid getan, ich habe ihm geholfen. Ich habe ihm die Augen geöffnet, ich habe ihm ganz ehrlich, klipp und klar gesagt, was das Problem ist, an was er arbeiten muss und habe ihn quasi so ein bisschen gecoacht, ja. Und er hat sich zum Schluss auch tiefst bei mir bedankt, deswegen und ich gebe gerne. Und das ist das. Wenn es dir dreckig geht, dann geh raus, bleib nicht in deinem Dreck, bleib nicht in deinen Gedanken, bleib nicht in dieser Negativität, in der du gerade dich so gefangen fühlst. Weil du denkst, ah fuck, ich habe, ich, keine Ahnung, verliere immer mehr Cash, ich verliere Geld oder ich kann, keine Ahnung, vielleicht hast du gerade den Job verloren oder du machst ein eigenes Business und weißt nicht, ob es wirklich so wird, wie du es dir vorstellst und hast und überdenkst und denkst viel nach und bist sehr nachdenklich. Und verlierst dich in deinen Gedanken und du denkst, ah fuck, ich werde alles verlieren oder sonst irgendwas. Geh aus deinem Loch, aus deinem Haus, geh in die Natur, mach was immer und auf einmal wirst du vielleicht sogar Leute kennenlernen oder treffen, denen es noch viel dreckiger geht. Und sie erzählen dir auf einmal eine Story und du denkst dir, fuck, im Gegensatz zu ihm oder zu ihr geht es mir gut. Und das Beste, was du tun kannst, ist diesem Menschen sogar noch helfen. Ihm einfach zuhören. Geh einfach raus und hab ein Gespräch mit einem vollkommen Fremden, den du niemals kennengelernt hast oder sonst irgendwas. Weil oftmals das Problem ist, die Menschen, die in deiner Umgebung sind, meistens erkennen nicht wirklich deinen wahren Wert, weil du vielleicht immer mit ihnen bist. Und ihr kennt euch vielleicht von Kind auf oder sonst irgendwas und sie behandeln euch nicht so richtig, wie ihr euch das vorstellt oder sonst irgendwas. Und du denkst dir, fuck, ich bin nichts wert oder keine Ahnung. Deswegen andere Menschen, die du vielleicht nicht kennst und die dich nicht kennen, die erkennen deinen Wert. Die wissen, wer vor ihnen steht. Die erkennen, oh, da ist jemand, der hat den Kopf auf den Schultern. Der ist fresh, der hat Ahnung oder ist einfach nur positiv, weil was du verstehen musst, deine schweren Zeiten, das sind alles nur Phasen. Du durchlebst immer wieder diese Downs, diese Downphasen, diese Phasen, in denen du denkst, alles wird kaputt gehen, du schaffst das nicht und was weiß ich, hast lauter negative Gedanken in dir. Und kannst nicht abschalten. Jeder hat das, jeder kennt das. Wir denken so viel nach. Vor allem, wie gesagt, du startest vielleicht sogar etwas Neues. Eine neue Sportart, eine
ein neues Hobby oder sonst irgendwas und du hast Angst, dich zu blamieren oder sonst irgendwas, tu es einfach. Tu es einfach und du wirst Leute vielleicht dort auch kennenlernen und die erzählen dir auch vielleicht irgendeine Story. Ja, ich war früher, du gehst beispielsweise in ein Muay Thai Gym und lernst da jemanden kennen, der war früher heroinabhängig oder sonst irgendwas. Was weiß ich, keine Ahnung. Oder auch alkoholabhängig und hat durch den Sport das Licht gefunden. Und oftmals, wenn wir Dinge tun für uns, wir sind auf unserem Weg, wir sind auf unserem Grind, aber wie gesagt, wir haben diese negativen Gedanken, weil jemand, der an sich arbeitet, jemand, der wirklich viel nachdenkt und viel reflektiert auch, natürlich haben wir diese negativen Gedanken, natürlich haben wir diese Phasen, in denen wir uns so viel hinterfragen, uns selbst in Frage stellen. Aber wie gesagt, es gibt immer jemanden, dem es viel, 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 viel dreckiger als dir geht. Und du kannst für diesen jemand das Vorbild sein oder das Licht sein. Und du wirst merken, durch dieses Gespräch, durch diese Interaktion, durch was auch immer, du kannst auch einfach nur du selbst sein. Du bist irgendwo, du bist du selbst, du hast Fun mit dir selbst, du enjoyst die Zeit mit dir, du, keine Ahnung, vielleicht lest du auch irgendwo auf einer Parkbank alleine ein Buch und hast deine Musik an und vibes zu der Musik und chillst da einfach, lest dein Buch, trinkst dein Smoothie, was weiß ich. Und auf einmal kommen Leute zu dir und wollen mit dir reden und was weiß ich. Sei nicht schüchtern. Öffne dich, hör denen zu. Vielleicht öffnen sie sich, weil oftmals, ich bin nicht so offen, ich erzähle nicht direkt alles. Und ich höre einfach zu und dann stellst du fest, okay, es gibt wirklich Menschen, die gehen durch wirklich schwere Tragödien, haben vielleicht gerade ein Haus verloren, die Frau will sich scheiden lassen, zieht das ganze Geld aus der Tasche und vor einem halben Jahr hast du noch das ganze Haus renoviert und hast einen neuen Wagen gekauft und was weiß ich und die Frau schätzt es nicht und macht dich komplett kaputt und die Anwälte helfen dir auch nicht und was weiß ich alles für Scheiße. Egal was du durchmachst, es gibt immer jemanden, dem es dreckiger geht und diese Erkenntnis lässt mich jedes Mal immer mehr Vollgas geben, weil ich ganz genau weiß, da draußen sind Menschen, die brauchen mich, da draußen sind welche, die suchen nach dem Licht. Du musst das Licht in dir selbst finden. Du musst den Antrieb in dir finden. Das sind alles Gründe. Deine ganzen negativen Erfahrungen, deine ganzen negativen Eindrücke, deine ganzen negativen Gedanken, das sind alles, das soll alles Feuer oder, nee, das soll alles Benzin für das Feuer in dir sein. Das soll der Antrieb für dich sein, der Ansporn für dich sein, die Motivation für dich. Etwas zu verändern, mehr Gas zu geben. Weil, wenn du stehen bleibst und nur guckst, was du nicht hast, wirst du niemals erkennen, was du alles schon hast. Deswegen, lass den Kopf nicht hängen. Es werden wieder gute Zeiten kommen. Es werden wieder Zeiten kommen, wo du aufatmen kannst und sagen kannst, dafür habe ich so hart gearbeitet. Deswegen, hör niemals auf, du selbst zu sein, deine Dinge durchzuziehen, dein Leben zu leben. Bleib nicht stehen. Egal, wer was sagt, egal, was kommt, egal, wie schwer die Zeiten sind, es hat alles einen Sinn, es hat alles einen Grund, warum es gerade so ist, wie es ist. Es ist alles ein Lernprozess. Und wenn du diese Erkenntnis gemacht hast, dass alles immer für dich ist, dass alles einen Grund hat, dann weißt du ganz genau, wofür du das Ganze machst. Vielleicht weißt du es nicht in dem Moment, wofür du so hart arbeitest. Aber dein inneres Ich weiß es ganz genau, warum du die Dinge tust, die du tust. Du hast ein Ziel, du hast einen Traum, du hast eine Vision. Aber es fühlt sich so an, wie als würde es unerreichbar sein, beispielsweise. Oder du arbeitest so hart und du bekommst nie die Anerkennung.
Nicht mal von den Menschen, das meine ich nicht, aber von der Sache, die du tust. Vielleicht verdienst du damit kein Geld die ganze Zeit oder du machst miese oder du zahlst die ganze Zeit drauf und drauf und drauf und es kommt nichts zurück oder du investierst die ganze Zeit deine Zeit und deine Energie und du fühlst dich down. Hör nicht auf. Nur weil es sich so anfühlt, wie als wäre es unerreichbar. Nur weil es sich so anfühlt, wie als wärst du auf dem falschen Weg. Wenn du eine Vision hast, hör niemals auf, daran zu arbeiten. Niemals. Weil Menschen werden deinen Wert erkennen, wenn du weiter standhaft dabei bleibst. Wie gesagt, wir alle haben diese Momente, an denen wir an uns zweifeln. Aber lass nicht zu, dass deine Selbstzweifel, deine Angst, deine Panik und deine mentalen Kämpfe in dir dich mit der Zeit kaputt machen und aufhalten lassen. Lass dich nicht aufhalten. Deswegen geh weiter deinen Weg. Sei ein Vorbild für andere. Sei ein Beispiel für andere, wie man als Mann wirklich sein Leben in die Hand nimmt. Wie man wirklich auch als Frau, wie man einfach stabil bleibt, beständig bleibt, egal wie schwer die Zeiten sind, egal was kommt, du musst stabil bleiben. Deswegen, in diesem Sinne, arbeite weiter an dir, glaub weiter an dich selbst, auch wenn deine Gedanken, auch wenn deine Emotionen, auch wenn dein Umfeld dir etwas anderes zeigt oder sagt, auch wenn die Eindrücke nicht so scheinen, auch wenn alles so scheint, wie als würde es den Bach runtergehen. Bleib weiter stabil. Bleib weiter stabil. Und du wirst sehen, vielleicht kommt jemand zu dir und braucht dich auf einmal und redet mit dir und öffnet sich und sagt dir auf einmal eine Lebensstory und du denkst dir, fuck, dem geht's ja richtig dreckig. Und dann hilfst du diesem jemand und du fühlst dich wieder gut. Du fühlst dich wieder gut dadurch, weil du jemanden etwas gegeben hast. Du hast jemanden Licht weitergegeben. Du hast jemanden zugehört. Und allein schon das kann ein Leben verändern. Deswegen in diesem Sinne, arbeite an dir weiterhin. Ich glaube an dich. Du musst an dich selbst auch glauben. Du musst stabil bleiben. Du musst. Du hast keine andere Wahl. Die Zeiten sind eh schon schwer. Aber es heißt nicht, dass wir jetzt deswegen, nur weil die Zeiten schwer sind, nur weil alles teurer wird, nur weil jetzt der dritte Weltkrieg kommt oder sonst irgendwas und wir so viel Angst haben, dass wir jetzt stehen bleiben sollen. Wir sollen noch härter arbeiten, noch mehr arbeiten. Gerade zu Recht musst du noch mehr Gas geben. Es ist keine Zeit, um stehen zu bleiben. Jetzt ist die Zeit, um dir was aufzubauen, um weiter an dir zu grinden, weiter an deinen Weg, an deine Vision zu glauben. Deswegen, in diesem Sinne, jetzt wirklich Peace.